Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas und heute ist wirklich wunderschönes Wetter. Es ist richtig geil. Heute Morgen war es noch ziemlich kalt und neblig, aber jetzt hat der Nebel sich so langsam aufgelöst und die Sonne ist richtig geil rausgekommen. Ich bin in Oberstenfeld, baue gerade mein Rad auf. Ja, heute ist der erste Ride, also für euch zumindest mal der erste Ride mit meinem neuen Rad, mit meinem Ibis Ripley AF. Ich habe ein geiles Paket von Escolab für die Saison gekriegt. Meine Produkte, die ich für die Saison jetzt brauche. Da ist auch ein richtig geiler neuer Sattel dabei. Den montieren wir jetzt gleich mal auf meinem Firebird 29, sage ich schon. Quatsch, auf meinem Ibis Ripley AF. Ich bin es noch nicht so gewohnt. Genau, den montieren wir auf jeden Fall mal. Und ich zeige euch noch ein, zwei coole andere Sachen, die ich diese Saison auch von Escolab gekriegt habe. Und ich würde sagen, wir gehen dann auf die Trails und ihr kriegt endlich mal ein paar Shots von dem Rad in Action. Und ich würde sagen, wie immer, viel Spaß mit dem Video. Let's go! Ja Leute, zuallererst möchte ich euch den geilen Sattel hier zeigen. Ich habe echt lang drauf gewartet und es ist richtig geil, dass ich ihn jetzt endlich habe. Und zwar ist es der neue 6OX Infinity von Escolab. Komplett in Deutschland produziert, dementsprechend auch ein bisschen teurer, aber ich glaube, das Geld ist es richtig wert. Und ja, der Sattel soll einfach nur Premium sein. Ich bin jetzt richtig gespannt, wie das sich auf dem Trail macht. Hat die neue ErgoWave Technology 2.1, also hier nochmal überarbeitete Version von der ErgoWave Variante. Übelst geil, ich packe den jetzt aufs Rad, auf meinen Ripley hier im Hintergrund. Den bauen wir drauf und dann geht's weiter. Ja Leute, ich habe zudem noch ein paar andere neue Sachen von Escolab, unter anderem das ultra geile Jersey hier. Also ich habe selten so ein geiles Jersey von der Qualität her in der Hand gehabt. Feiere ich ultra, richtig geil. Das wird auf jeden Fall jetzt erstmal angezogen. Dann habe ich noch ein ziemlich nice Longsleeve, auch richtig nice. Und natürlich auch wieder 7FR Griffe für die ganze Saison, für beide Räder. Richtig geil, meine Lieblingsgriffe, freue ich mich richtig drauf, die ganze Saison einfach wieder zu fahren. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank an Escolab für den Support. Geht mal rein in den Shop, wenn ihr Bock auf die Klamotten habt, eine Hose, so eine Shorts für im Sommer habe ich auch. Die seht ihr dann im Sommer irgendwann wahrscheinlich mal noch. Ultra geile Sachen, geht mal rein in den Shop, checkt es auf jeden Fall mal ab und checkt auf jeden Fall auch den neuen Sattel mal ab, der ist nämlich richtig Premium. Also ich probiere ihn jetzt aus, aber optisch ist es auf jeden Fall schon mal eine 1, ganz klar. Jetzt geht's auf den Trail, ihr kriegt wahrscheinlich auch ein paar Shots von außen mal. Bin ich mal gespannt, wie euch das gefällt, schreibt es gerne mal in die Kommentare und jetzt geht's einfach auf den Trail zum Biken, let's go! Alter! Oh. Alter, mies, der Gabel durch, ich schlag schon wieder. You!
Junge! Prime Lines fährt der Junge hier. Uah! Ah, da bauen sie einen Jump. Alles okay? Ja, ja. Hab das so spät gesehen. Du fragst schon, ob alles okay ist, bevor ich liege. Alter. Sorry. Ja, alles gut, geht's bei dir? Ja. So, Birk Trail, nochmal eine Runde mit Nico alleine. Woohoo! Outside lines hier. Woohoo! Yo! Wow, yes! Ah, okay. Alter, geil! Yo! Oh, Junge! Ah. Ab 10! Juhu! Yeah, boy! Let's go, boy! So, im fast Dunkeln ein Krugeichen-Trail nochmal. Timing hier. Ab jetzt wird's nice. Woo!
Okay. Jo Leute, Tag geht zu Ende. Ich bin eigentlich ziemlich fertig. Hab heute früher oder heute Nacht auch Nachtschicht gehabt. Also ja, ziemlich fertig jetzt. War aber ultra geil heute wieder. Das Wetter war einfach perfekt. Ihr seht jetzt, ist immer noch blauer Himmel. Oh mein Gott, fast hingefallen. Also immer noch echt geiles Wetter und morgen soll es nochmal so werden. Das heißt, morgen geht es nochmal aufs Rad. Ich fand es heute ultra geil. Wir haben eine richtig coole Runde gemacht mit Nico und mit Alex. Die zwei waren dabei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch die Clips von außen, die ich heute jetzt mal eingebaut habe, könnt ihr mal schreiben, wie ihr das findet. Kann ich ab und zu mal machen. Ist natürlich sehr zeitaufwendig, bei jedem Clip wieder hochlaufen zu müssen und dann dran vorbeifahren, wieder hochlaufen, Kamera verstellen und so. Also ist schon ziemlich aufwendig, aber ich finde es eigentlich ganz geil. Und schreibt einfach mal rein, ob euch das taugt, ob ich das immer mal wieder machen soll. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich nächsten Sonntag wieder zum nächsten Video. Und bis dahin, macht's gut, viel Spaß beim Radfahren. Ciao.